Darkness falls across the land. Willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Diese Folge muss unbedingt heute noch hoch, deswegen nehme ich sie jetzt noch auf und wir nehmen einige neue Namen mit rein. Wir haben jemanden, der ein Abomination sein möchte. Und zwar... ein Scheusal. Der gute Faolan. So, zumindest wollte er, dass ich ihn Faolan nenne, dann mache ich das doch auch. Zumal sich sonst keiner bereit erklärt hat, den hier zu spielen. Außerdem haben wir einen neuen Bounty Hunter. Er heißt Dark Kane. Genau. Ich glaube, da war noch eine Jahreszahl hinter, ne? Ah. Kann man sogar mit eingeben. Sehr gut. 1987. Enter. Perfekt. Ein Bade will bisher niemand sein. Wir haben noch sehr viele auf den Posten des Kreuzritters und auf den des Highwaymans. Und ich habe sogar noch eine, die eine Barbarin sein möchte, aber das ist schwierig. Der Hundemeister. Ich habe keinen weiteren Hundemeister. Ich habe noch einen Kleri übrig, falls jemand einer sein möchte. Wir müssen mal gucken. Also den Rest, den vergeben wir erst, wenn sie da sind. Apropos, haben wir noch jemand Neues? Nö. Wegelagerer doch. Die nehmen wir schon mal mit rein. Davon wollen auch noch ein paar welche sein. Elusive, evasive, persistent. Righteous traits for a rogue. Ja, ja. Dann nehmen wir jetzt Brass Toss. Und der nächste ist dann der Heinz. So, sehr schön. Brastos, willkommen in unserer Runde. Es ist schön, dich bei uns zu wissen, bei uns zu haben. Und dementsprechend werde ich jetzt die, die ich umbenannt habe, natürlich wieder nach oben packen. Brastos, ab nach oben. Niki, Alf, du gehörst eigentlich nicht mit dazu, deswegen gehst du mal mit nach unten. Jo, und wir haben noch einen weiteren Kleri. Also zwei Leute haben noch Platz, zwei Leute können noch rein. Ansonsten müssen wir erstmal wieder weiter aufstufen. Was natürlich nicht gerade wenig kostet. Wir könnten das Kutschennetzwerk erhöhen, damit wir vier Leute in der Auswahl haben. Machen wir auch einfach mal. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Das hört sich natürlich so toll an. Wir haben noch 27.530 Gold übrig. Und wir können versuchen, jetzt das nächste zu reißen. Dark Kane, du kommst auch mal mit nach oben. Du gehörst auch zu den Leuten, denen man einen Namen gegeben hat. Außerdem wollten wir den ersten Boss machen. Mist, jetzt erinnere ich mich. Aber ich kann nicht. Libellchen ist noch unterwegs. Und Yoko ist total gestresst. Und die anderen kann ich nicht mitnehmen. Da musst du erst noch ein Level steigen. Gut, dann leveln wir dich. Wir nehmen mit Dark Kane als Tank. Dich als... ich muss erst mal gucken, ob ich dich aufgestuft habe. Nein, habe ich nicht. Siehste? Gut, dass wir nochmal reingeschaut haben. Cleris sind wichtig. Unglaublich wichtig. Das nimmst du rein und bitte die Massenheilung. Super. Außerdem, ja, den Richtspruch. Und gerne blendendes Licht zum Stunnen. Sehr gut. Dark Kane bekommt dann jetzt auch endlich Fähigkeiten, obwohl ich ihn eigentlich nicht vorhatte, weiter mitzunehmen. Aber jetzt, wo er einen Namen hat, warum nicht? Der Rest ist eigentlich Blödsinn. Obwohl, bluten mag ich. Aber du solltest lieber finishen können. So, dann einmal umstellen. Obwohl, behalt das mal. Nimm das Betäuben raus. Du tötest. Und du... nimmst das raus und nimmst das mit rein. Sehr gut. Ah, damit wird das was. Wenn der Tank erstmal richtig ist, dann ist der Rest auch okay. Guti, wir haben noch Alf mit in der Gruppe. Nee, Alf bleibt hier. Alf muss eigentlich... oh Gott, noch so viel zu tun. Warum habe ich das neulich nicht gemacht? Alf, du kannst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Du kannst da unten ins Bordell. Teuer. Sehr, sehr teuer. Aber Alf, du bist es mir wert. Da haben wir eine mittlere Mission und bekommen den Kelch der Eile. Nur Vestalin. 8 Geschicklichkeit oder Geschwindigkeit. Ah, okay. Plus 1 Geschwindigkeit nach erster Runde und minus 25% Chance auf Betäubenfähigkeit.
Gut, macht mich jetzt nicht unbedingt wild. Und als erstes als Cleri dran zu sein, das muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Denn so ist ja der ganze Schaden schon geflossen, wisst ihr? Wenn man erstmal Schaden gekriegt hat, lässt der sich besser heilen. Was bringt es mir, wenn der Cleri als erstes dran ist, deswegen einen Schadenzauber macht und dann alle völlig fertig sind? Weil ja dann in der nächsten Runde, also nach der ersten Runde, sie wieder nicht als erstes dran sein wird. Sie hat ja nur plus 1 Geschwindigkeit. Also nehmen wir hier diese kurze Mission. Ganz normal, wir kennen uns da drin schon aus. Wir nehmen noch ein paar Leute mit, die wir ungefähr gebrauchen können. Niki, du kommst mal mit. Arme Niki. Die ist schon so völlig fertig und muss nochmal mit. Und wer kommt noch mit rein? Brastos. Jo. Sehr schön, was nehmen wir? Jede Menge Essen. Obwohl 12 hier ausreicht, denn wir haben ja eine Klerikerin dabei. Wenn man ohne unterwegs ist, dann würde ich alles mitnehmen, aber so. Schlüssel brauchen wir, Holy Water und noch eine zweite Schaufel. Auf geht's. Oh, es ist so früh am Morgen, ich bin total verschnupft. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Ich weiß gar nicht, wo es lang geht, aber schön, dass du jetzt endlich mal den Weg frei machst. Toll. Früh am Morgen gleich in eine Falle tappen. Es ist top. Ah, Bandagen. Ich habe übrigens gehört, nee, Kräuter braucht man hierfür. Kräuter. Habe ich neulich gelesen, hat Baal mir geschrieben, dass man Kräuter in diese Urne stecken soll, in diese Iron Maiden. Können wir leider nicht, haben wir keine mit bei. Werde ich das nächste Mal mitnehmen, muss ich unbedingt dran denken. Oh Gott, in den Ruinen Kräuter mitnehmen. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Sehr schön, versteckte Erbstücke. Ey, Urkunden. Es gab zwischenzeitlich auch ein paar Fixes und ein paar Updates, die aber nicht ganz so viel machen, so wie es aussieht. 100% der Raumkämpfe. Es gibt keine Raumkämpfe. Oi. Oh, das lohnt sich. So mag ich das. Highwayman. Einmal looten. 25 Gold ist nicht allzu viel. Und Raumkampf. Unser erster. Ja. An der Kiste sieht man das meistens. Du fieses Stück Knochen. Was mache ich mit dir? Ich glaube, ich betäube erstmal den da. Sehr gut. Dann kümmern wir uns um den Rest. Oh, den mag ich. Das ist gut. Ein nächtlicher Schlag. Zu solcher Stunde. Ich bitte euch. Ja, tun wir doch. Ausgewichen. Bösewicht. Also Niki mag ich ganz gerne. Die hat so schöne Fernkampfskills, die wird nachher auch bei der Hexe richtig gute Dienste leisten. Jetzt hätte ich allerdings einen Doktor gebraucht, um die ganzen Leichen loszuwerden. Heilen ist noch nicht, brauchen wir nicht. Heilen ist was für Weicheier. Komm schon, halt, mach mal den da. Ich weiß schon, warum ich ihn gemacht habe. Dankeschön. Oh, nice. Sehr schön. Noch jede Menge Trinkets mehr. Oh, und da habe ich auch einen Tipp von ihm erfahren, also von dem guten Baal. Gegen Schwächung und Ausweichen. Ausweichen brauchst du nicht unbedingt. Nimm das mal rein. Nämlich alles irgendwie reinpacken, das können wir später dann wieder rausholen und verkaufen. Und so bleibt der Platz hier frei. Das ist eine richtig geile Idee gewesen. Kann nur der Okkultist tragen und das hier nur der Narr. Das heißt, die werden auf jeden Fall erstmal im Inventar verbleiben. Gott, raus hier. Ja, völlig verschnupft am Morgen. Ich sag euch, ich bin noch völlig schlaftrunken, aber die Folge muss hoch bis 12.30 Uhr. Um 12.30 Uhr soll sie veröffentlicht werden, so wie jeden Tag. Oh. Hunger. Ja, Heilung könnt ihr auch nicht wirklich gebrauchen. So viel Schaden haben die jetzt nicht gemacht.
Aber das ist das, was ich meine. Auf solchen Gängen kriegt man sowas viel häufiger ab. Also, ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Auch wenn es natürlich heißt, ja, man könnte in irgendwelche Fallen tappen, die dann dazu führen, also so imaginäre Fallen, die dann dazu führen, dass die Hunger haben. Ja, einprogrammierte Hungerfallen. Aber dann würde man auch im Dunkeln viel häufiger durchtappen. Yes, we do. Ja, mach den mal weg. Schön gemacht. Hat sich für die Spinnen nicht ganz gelohnt, ne? Ich weiß gar nicht, ob sich der ganze Dungeon für uns gelohnt hat. Hier ist ja nichts los. Ich will auch nicht in den Beichtstuhl. Obwohl, wir haben ein Holy Water. Vielleicht kann man das da drin verwenden. Befreiend. Oh, minus 30 Stress. Sehr, sehr geil. Sollten wir häufiger mal machen. Ach, ihr nur wieder. Ausgewichen, sehr schön. Boah. Ja, Darkane. Du bist der Hammer. Das hat man gesehen. Dein Hammer ist der Hammer. Wen gehe ich denn jetzt? So, alle wieder vollgeheilt, bis auf, wie hieß du nochmal? Ach ja, Brastos, genau. Oh, das ist nicht gut. Einiges an Schaden erlitten, aber das ist nicht schlimm. Da kommt der Klerik gleich wieder dran und alles ist gut. Sehr gut. Friedhofshieb. Ausgewichen. Komm schon. Ja. 4, naja. Besser als nichts. Opfer für die alten Götter. Darkane wird hier nicht geopfert. Das ist mein Abonnent. Lass ihn in Ruhe. Den kriegst du nicht. Kannst deinen eigenen YouTube-Kanal machen. Zack. Sehr schön. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ein Holy Water abgestaubt, das mag ich natürlich total gerne. Büsten gibt's auch noch, obwohl ich mir ein paar mehr gewünscht hätte. Aber gut, ist nicht schlimm. Wir haben ja einiges an Büsten für die Quests, will ich hoffen. 3 oder 4, glaube ich, waren auch drin. Oh Mann. Flächendeckendes Feuer. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ganz ehrlich, nachher auf Level 2 sind die richtig eklig. Wenn man sich da nicht schon aufgestuft hat, hat man eigentlich so gut wie verloren. Schade. Ich hätte mit mehr gerechnet. Das sieht schon besser aus. Da haben wir wenigstens den Schaden wieder wettgemacht. Klasse. Kann ich nur applaudieren. Du wirkst etwas blass. Au. Verflucht, ja. Anders kann ich da auch nichts zu sagen. Oh. Der arme Darkane. Nee, komm. Finische ihn. Ich kann jetzt keinen Massenschaden gebrauchen, ehrlich nicht. Ja, ist alles nicht so wild. Aber die anderen drei kriegen Bluten. Komm, Niki. Mach ihn fertig. Ah, genial. Also ich mag die Grabräuberin mittlerweile. Früher konnte ich sie nicht leiden, aber das ist ja der Wahnsinn, was die raushaut. Und hau ihn um. Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber wir haben die Quest noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet, wir müssen definitiv nochmal weiter. Wem könnten wir denn... Bei dir könnten wir Stress abbauen. Wunderbar. Das hat gut getan. Dann können wir euch nämlich auch bald in die nächste Quest wieder mit reinnehmen. Oh nein. Überraschung.
Ja, das war für mich auch eine Überraschung. Ich dachte eigentlich, wir hätten erst noch den Kampfraum. Dann hätten wir Ruhe, aber so ist das ja doof. Gleich alle hochheilen. Die machen wieder jede Menge Blutungsschaden. Komm schon, Niki, hau ihn um. Ach, Dreck. Puh, okay, ganz ruhig. Das wird schon. Der ganze Stress, Mensch, ich hab das gerade weggeheilt. Ja, sowas auch noch. Stoß sie doch mal zurück. Widersetzt, widerstanden. Ja, toll. Komm, bitte kein Blutungsschaden. Ah, sehr schön. Wenigstens das. Ah, nächste Runde und die schon wieder. Ah, die zieht einen nach dem anderen nach vorne. Das gibt's doch nicht. Ja, reicht auch wieder. Meine Fresse. Oder doch lieber den Dagger. Verschwinden. Ist ein Nahkampfangriff. Was macht das außerdem? Ganz normal Schaden und betäuben. Ach komm, mach das. Dann ist die Leiche weg, dann kommen wir näher an sie ran. Ausgewichen, sehr gut. Oh, traumhaft. Sowas haben wir gebraucht. Jetzt ist es auch nicht so schlimm, wenn die Blutungsschaden machen. Könntest deine... Was ist das? Schuss aus nächster Nähe. Ah, okay. Sehr gut gemacht. Der Skill ist genial. Ja, du kannst jetzt gar nichts machen. Betäub ihn und hau ab. Und Dark Kane, eigentlich müsstest du die Position wechseln. Gut geheilt. Sehr gut geheilt. Wir haben es bisher noch nicht erlebt, dass die Helden sich beschwert haben, dass wir für einen Kampf so lange brauchen. Kommt aber auch in der Regel vor. Sehr gut. Nächste Runde. Jetzt geht's aber los. Erstmal auf die Alte. Ja, weiter heilen. Reicht dann auch an Heilung? Och, nicht schon wieder, Leute. Ich kann das langsam nicht mehr ab. Stirb. Immer dieses Hin und Her, weißt du, da bist du glücklich, dass du Dark Kane endlich wieder vorne hast und dann sowas. Achso, geht nicht. Ja, denn so. Die Blutegel werden nichts mehr zu saugen haben. Okay, das müsste es gewesen sein. 6 ist super, 6 ist toll, 6 ist einfach wundervoll. Und das war's. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Okay, der Rucksack enthält weitere Beute. Wir haben wieder Essen gefunden. Essen ist gut, denn das ist der letzte Raum. Wir werden uns nochmal richtig den Bauch vollschlagen. Das müsste es gewesen sein. Okay, rein da. Ach, na die können auch ja nicht. Okay, was machen wir? Du kannst sogar Schaden machen. Betäube mir doch mal bitte den da. Dankeschön. Oh, ja, so geht's auch. Dann Daggers. Schön rangeholt. Und das war's. So, 2 sind noch übrig. So schnell kann's gehen. Ein nächtlicher Schlag. Zu später Stunde. Ach Mensch, andauernd dieser Kelch der Versuchung. Guck mal, der ist schon völlig fertig mit den Nerven. Er hat schon 62, eben hat er noch gar nichts gehabt. Weg mit dir. Ausgewichen, Leute. Ah, ich wollte ihn anklicken, Mist. Ah, mach ihn fertig.
expedition at least promises success. Abenteuer noch mal ganz kurz fortsetzen. Ich will mal gucken, was hier drin ist. Ein Altar, der unheiligen Scheusalen gewidmet ist. Möglicherweise verfügt er über sehr viel Macht. Aber was kann man damit tun? Eine Fackel reinsetzen? Hat keinen Effekt. Ein Schlüssel? Hat ebenfalls keinen Effekt. Dann wüsste ich nicht, was man machen soll. Geh mal ran. Eine furchterregende Präsenz. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss auch der Okkultist dran. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen raus. Wir haben es geschafft. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Immerhin 6000 Gold, das dürfte reichen, um die beiden zu entstressen. Und jede Menge kleiner Erbstücke. Naja, also für 4 Büsten, das ist doch eher der Dungeon der Urkunden, so wie es aussieht. Bestien, Schlechter und Meereshöhlenabenteurer. Hui. In die Meereshöhlen müssen wir auch bald mal rein und wir müssen eigentlich auch mal nach links. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Libellchen hat nach einem Ausbruch der Emotionen und einer noch größeren Spende 1000 Goldmünzen verloren. Libellchen hat gebetet und Stress verringert. Toll, dankeschön. Und was hat Alf? Verdankt einer ausschweifenden Nacht mehr als schöne Erinnerungen. Neuer Tick, Syphilis. Alf hat Syphilis. Toll. Ist ja super. Joko Keksi hat meditiert, um sich gegen die Kräfte der materiellen Welt zu wappnen. Neuer Tick, ausgeglichen. Ersetzt natürliche Heilung. Joko Keksi hat meditiert und 56 Stress verringert. Allerdings musst du nochmal rein. So viel Stress, wie du hast. Okay, ab ins Kloster. Gucken wir erstmal. Jetzt besetzt er auch noch einen dieser Kreuzgänge. Wir könnten die Bußkammer noch ausweiten. A man in a robe, claiming communion with the divine. Madness. Joko Keksi, du bist nachher bei dem Boss mit dabei, deswegen wirst du jetzt noch einmal den Stress reduzieren. Faulan geht Stress reduzieren, Brastos geht Stress reduzieren und Lyberg. Lyberg. Will nicht jemand der Cleric sein? Lyberg hört sich scheiße an. Entschuldigung, sagt man nicht. Nee, dich will ich gar nicht entstressen. Alles gut, damit haben wir es geschafft. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, indem wir dann mit dem Rest der Truppe nochmal unterwegs sind. Da freue ich mich drauf. 4 Level 2er Helden. Ja, unsere Hauptgruppe würde ich erstmal sagen, bevor dann die Nebengruppen kommen. Ach, Alf, Alf, komm, deine Syphilis muss weg. Syphilis macht nämlich minus 5 Prezi, minus 10% Schaden und minus 10% maximale LP. Das ist viel zu wenig. Okay, die Syphilis geht weg und ich auch. Bis nachher.